Es ist verdammt spät, zu meiner Verteidigung. What the fuck Thrall. machst du da, Henning? Ich bin für Ah. Thrall. Schau Okay, mal. let's go. Schau mich, schau Der mich, schau mich. Doomhammer. Oder die Nein und sagen, wir wollen Priester haben. Wollte aber sagen, ich kenne mich mit dem nicht so aus. Also, bei mir Dann ist halt jetzt die so ein Fresse. bisschen. Also, ich würde jetzt auf den ersten Eindruck Lightning Storm fragen, obwohl ich es nicht gut kenne. Trump hat gestern erst gesagt, dass er die Karte immer schlechter findet. Echt? Ich finde sie ziemlich gut. Ich finde sie auch super nice. Das ist halt der Blizzard. Also Overload ist, heißt, du hast nächste Runde zu weniger. Richtig. Jupp. Aber nicht konstant. Nee. Nein, nur eine Runde. Aber das ist halt Das heißt, das ist 2 bis 3 Damage für 5. auf alles. Ja. Ja, ist schon sick. Also ich würde Lightning Storm nehmen. Ich meine, Reality Teacher ist halt, weiß nicht, haut mich nicht so um. Weil der Teacher ist auch sehr gut, vor allem im Ist Schamanen-Deck. okay. Ist halt der Naja, Jäger, nee, oder? aber Schamane macht auch sehr viele Spells, also Okay. weil Teacher kann man durchaus auch nehmen, aber Lightning Storm, ich finde halt AOE gerade in der Arena sehr gut, sehr wichtig. Vor Ja, allem weißt du nicht, wie viele du noch kriegst. ja. Ja. Ja, Lightning Storm. Ja, also ich finde es auch super nice, ey, wenn du da den Gegner richtig erwischt. Not even close, würde ich sagen. Nicht eben. Wobei Raid Leader in Hex? dem Schamanen-Deck nicht schlecht ist. Ja, das stimmt. Aber Hex ist halt. Hex hättet ihr halt den Arsch. Ja. Ich würde auch erstmal einen Hex nehmen. Wer weiß, wie Ja, viel man ganz klar. bekommt. Ganz klar. Und es ist halt cheap und besser, finde Jo. ich. Jo. Fury Dragon. Eldrin. Two Drop. Axe. Beste Axt im Spiel. Eine der besten Waffen im Spiel. Ja, taugt. Hat halt Overload 1, das heißt, man spielt als nächstes noch einen 2-Drop. Genau. Aber Frostshock finde ich geht gar nicht. Froststock. Nee, Froststock ist So ein scheiße. Scherz. Ja, bin auch für die Waffe. Aber wobei der Warrior hat uns schon ein oder anderes Spiel gerettet, muss ich sagen. Also, wir haben Aber alles aus dem Warrior rausgeholt, was er konnte in dem letzten Ding, ne? ich glaube auch. Wir wurden vielleicht auch schon von dem Warrior geowned, gell? So ist nicht. Irgendwie. Also hier mag ich ja Bloodlust wegen den Totems, ne? Ja, ich bin auch für Bloodlust. Obwohl der Thrymar Fast hier auch wirklich gut ist. Aber ich Ja, würde. Bloodlust ist zu mächtig, einfach das Ding gewinnt Ja. Spiele Das Problem halt. ist halt, dass es nur die Minions sind und mehr als 3 Minions hat man selten. Das heißt, das ist 5 Damage für 9 maximal. Neun 5 Damage Mana für für 9 fünf. Damage. Ein Bloodlust sagt halt, ich muss noch mehr Low Drops picken als sonst. Ja. Aber ja, wie gesagt, also du hast ja meistens, wenn du ein bisschen vorne bist, hast du ja zwei, drei Totems. Ja, aber wenn Und du dann geht hinten bist, Bloodlust richtig ab. bringt dich Bloodlust halt nicht zurück ins Spiel, was halt doof ist. Das ist richtig. Aber es ist definitiv die mächtigste Karte, ja. Okay. Wenn es bessere Karten wären, dann könnte man sich überlegen, aber Farseer ist schon noch solide, Rocketeer ist scheiße. Man kann nicht genug Axt Äxte haben. oder Eule? Axt. Man kann nicht genug Äxte haben. Ich habe die Axt leider noch nie gespielt, weil das Overload 1, das kann schon ganz schön wehtun, aber man muss sie auch nicht Turn 2 spielen, ne? Die Axt ist so gut. Ja, nimm die Axt. Ja, also eine dritte würde ich jetzt nicht mehr nehmen. Mal schauen. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ganz klar Fire Elemental. Also noch Ganz nicht mal klar, close. ja. Ja, okay. No Also question. das ist so eine Megabombe, dass es Das eine ist die Basic-Karte absolute ist. Mega-Karte im Die Spiel. ledigste Also ich Karte. glaube, das ist der beste 6-Drop, den es gibt. Ja. Hex. Hexer. Gibt's gar keine Konkurrenz eigentlich. Oh, interessant. Wir haben Gnomish Inventor. schon. Nee. Nein, Ich würde das Unbound Achso, Elemental Waschschwall. nehmen. Was ist das für ein Elemental? Zwei Nebula Äxte Card und ein Reform. Lightning Storm. Ja. Ich bin für Okay. Elemental, bin Ja. ich, glaube ich. Wow, das Elemental kannte ich noch gar nicht. Ich dachte, das ist irgend so ein Schrott. Nee, Oder ich kannte irgendwas das ein auch nicht. Ich ähnliches hab's gerade Bildschirm zum ersten gesehen. Mal gesehen. Wobei wir noch keinen 4-Drop haben. Aber Elemental ist, glaube ich, No. sehr mächtig in unserem Ja, die Deck. Elemental ist zu krass, glaube ich. Ja, denke auch. Dass die Hälfte unserer Karten sind halt Overload bisher. Ja, ein Dreier mit 4 Hitpoints ist auch sehr gut. Ich bin Lava da. Burst. Choose a Minion. Turn it to the battlefield. Gut, wir gehen ja eh. Also, das Also das einzige gefällt Fire mir nicht. Metal Ancestral Spirit.
Lava Burst würde wahrscheinlich mit unserem Soul, mit unserem Elemental sehr gut kombinieren, wobei die Young Priestess natürlich auch super gut war. Und wenn wir da, dass die mit einem Totem beschützen können, zum Beispiel ein Torn-Totem oder so. Finde ich ganz schwer, den Pick. Also Auch. Ancestral Spirit finde ich jetzt erstmal nicht so geil. Das ist cooler Ich bin für mit Lava den. Burst. Also ich finde die linke Karte ist die schlechteste. Wobei wir schon viele Ja. Dreier-Drops haben. Ich bin trotzdem für Lava Burst. Es ist halt das Wobei geile wir zwei Hexen Removal. haben. Also bei Lava Burst bin ich jetzt sogar ein bisschen abgeneigt, aber. Ja, bist du Aber eher für die der Priestress? Overlord ist natürlich fürs Elemental richtig gut. Ey, mir kommt es eher so vor, dass Lava Burst nicht annähernd so gut ist wie Fireball, aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist er auch nicht. Aber Fireball ist auch die Überkarte im Spiel. Ja, das war richtig. Bei Fireball Young kostet, glaube ich, nur Priestess ist 4, ne? halt situational. Die kann halt einfach wirklich sofort weggehauen werden, manchmal. Ja, ich denke, ich würde Lava Burst nehmen, aber an sich geht das gar nicht in die Richtung, wie ich eigentlich mir Shaman vorstelle. Ja, wir haben jetzt schon richtig viele Removal, ne? Also wir haben zwei Äxte, was Ja, ja ich denke mir immer, Removal da ist. schauen wir eigentlich eher, dass du viele Viecher haben willst. Aber Wir vielleicht haben irre ich halt schon mich. zwei Hexen mit, was quasi Removal ist. Aber ich bin trotzdem. Die Young Priestress ist mit dem Bloodlust auch wieder besser. Naja, Ich egal. stelle mir halt nur gerade vor, wir casten jede Runde Overload und casten irgendwie gar nichts mehr an. Also irgendwann gar nichts mehr. Ist was dran, ja. Naja, wenn wir ein Elemental draußen haben, brauchen wir auch nichts mehr. Also Das eigentlich, hat Overlord, das vor Elemental eigentlich Overload auch würde ich. Overload? Wolfi, ich glaube, du siehst Overload zu kritisch. Das ist nämlich so ein Tempovorteil, dass die zwei Mana in der nächsten Runde gar nicht so ins Gewicht fallen in der Regel. Ja, aber Lava Burst ist halt so die Sache. Die brauchst du ja eigentlich beim Tempo auch nicht, ne? Also, wenn du was hast, Also bei was du einem mit 5 AI Damage verstehe ich es abschaffen eher willst. als bei einem Single-Target-Spell irgendwie. Ja. Also ich finde jetzt zum Beispiel Lightning Storm oder ist das der oder das ist der AI? Ja. Den finde ich besser als den Lava-Dingsbums da jetzt hier, Lava Burst. Ja. Finde ich auch. Aber einigen wir uns darauf, dass Lava Burst die konstante Karte ist und Young Priestress manchmal halt auch echt zacken kann. Ja, stimmt schon. Also gegen den Ja. Schurken, gegen den Mage ist es Mage und gegen instant. den Druiden geht sie einfach Ja, stimmt drauf und wohl. fertig. Stimmt Ja. wohl, ja. Also ich bin für Lava Burst. Ja, Ja, ich okay. glaube, wir müssen Lava Burst nehmen. Hier will ich den Farseer hier dann nehmen. Celestial Healing macht was? Restore Minion to full health. Auch wenn der Ja, Stranglethorn Tiger nicht schlecht ist, ne? nee, Farseer. Ja, wir sollten niedrige Mana-Kreaturen Ja, sammeln, weil wir so Bloodlust. viel Overload machen wollen. Bloodlust. Und Ja. Bloodlust, ja. Okay. Der Typ mit Bloodlust ist übrigens krank. Worf. Ja. Dwarf, ja. Wobei Frostwolf auch sehr gut ist im Jean-Michel. Ja, wir haben noch keinen Vordrop. Ja, und ja, ich glaube, Dark Iron Dwarf ist die beste Karte im Spiel, glaube ich. Fairy Dragon. Ich Fairy finde den Dragon. Dragon auch besser als den Dust Devil, glaube ich. Ja. Ein Leben hätten benutzt den immer Schiss. Ja, also wir zahlen Devil 3 ist Mana für sehr den gut. Dust Devil und der wird einfach weggeboltet, fertig. Jo. Dragon, Dragon, Dragon. Das ist gar nicht mal Dwarf. so einfach, finde Nein, ich. das ist sau Dwarf. einfach. Dwarf, 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 Noch Dwarf, nicht Dwarf. mal close. Dwarf. Ich mag den Sergeant, ne? Dwarf. Was? Dwarf. Mit dem kann man halt gut Dwarf. tricksen. Alter, Der mit hat den Henning Dwarf weg. Ist kannst ja du Wahnsinn. töten. Bitte. Na gut. Übrigens wird das aufgezeichnet und ich werde dich darauf verweisen. Ja. Ich glaube, wir wollen nicht ein zweites Bloodlust haben. Ich glaube, wir wollen ein zweites Bloodlust, weil die anderen Karten auch schon Wir wieder haben, scheiße sind. also erstens, wir haben verdammt viel Removal und kaum Viecher. Wann ist Bloodlust schlecht, wenn du kaum Viecher hast? Wir haben immer Totems. Ja, genau. Die Totems darfst du halt nicht vergessen. Wir haben jetzt zwei So. Fury Dragon, zwei Äxte, zweimal Hex. Das Problem ist halt, dass das wieder, also Windfury ist total für den Arsch, Ja, finde das ich. fällt weg. Und Crocolisk hätte Rivercloak ich hier ist halt wahrscheinlich ein gepickt. unterdurchschnittlicher Drop. Ja. Ja, meinetwegen.
Na, ich würde wahrscheinlich hier konservativ sein und Crocolisk picken. Ich weiß auch nicht, wie gut ein zweites Blatt Ich Last meine, in ich dem kann Deck das jetzt ist. mit den Totems echt nicht einschätzen, aber ich sehe halt das sowieso in Magic so. Ich spiele ein Deck mit lauter, also ein Control-Deck mit Overrun, Henning, ne? Stell dir vor, du kannst jede Runde eine 2-2er casten. Ne, eine 0-2er. Für 2 Mana. Steht dir jederzeit frei. Und dann kannst du diesen Spell casten für 5 Mana, dass all deine Kreaturen plus 3 Damage bekommen. Ja, du kannst halt Overrun. Ja. Ich würde ein zweites Bloodlust nehmen. Ein Ja, drittes auf nimm's. keinen Fall, aber ein Ja, zweites ist, denke ich, nimm's. noch. Es sind halt auch einfach keine guten Gegenpicks. Dwarf. Ja, wir würden auch 15 Dwarf nehmen. Ich Eine weiß nicht, ich Million würde Dwarf. vielleicht den Raider Eine nehmen. Million. Weißt du, dass du den Dwarf auch auf dem Tote machen kannst? Ja, weißt du, dass der Bloodsail Raider bei uns mit 4-3 kommt für 2? Nein, Dwarf. Nein, Na gut. Dwarf. Dorf, Dorf, Ach Dorf, nee, Dorf, Dwarf, Dorf. Dwarf, 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 Dwarf. Bearbreaker. Spellbreaker. Ja, ist okay. Also wir haben noch nicht so viele 4-Drops, ein Glück. Ja, wir müssen so langsam schauen, dass wir Richtung 2er Drops kommen. Brewmaster! Brewmaster Brewmaster. mit drei Dwarfs. Sehr gut. Brewmaster. Dorfs sind halt nicht schlecht. Flametongue Totem. Aber Flametongue das müsst ihr Totem, sagen. warte mal, Oder Mensch. Golem? Flametongue ist zu stark. Ja, ich würde auch sagen. Ich Na? kann das nicht einschätzen, aber ich glaube, es ist schon ziemlich krass. Ja, Totem. Flametongue kann halt Instant-Spiele gewinnen. Ja, okay. Murloc. Was sagt Das ist nicht so Garfield? leicht. Mich hat Jake Oh bisher nicht Gott, ist umgehauen, der muss ich sagen. schlecht. Das ist, glaube ich, die schlechteste Karte, also die schlechteste Minion, den ich bisher gesehen habe. Naja, in einem reinen Murloc-Deck ist der ganz gut. Du Ah, stimmt startest halt auch. mit dem, der hat Ja, genau, 1-2. das Es kostet so gibt viel übrigens eine Murlocs. Quest, hab alle Murlocs und dann kriegst du ein paar hundert Gold. Lol. Ich würde hier übrigens die Cobra nehmen. Ja, ich auch. Also der Twilight Ich Drake bin war für uns immer der erstens Yeti. bin ich erstens bin ich generell enttäuscht von Twilight Drake inzwischen. Ja, Ja. ich auch. Und zweitens ist die Cobra halt Low Drop und drittens ist die Cobra einfach ein Remo noch ein Removal. Keine Ahnung, das ist. Die ist halt imbar. Hex. Uff, ja. Healer Okay, Frage. potenziell auch, aber ich finde Hex Na, besser. na, Hex. Eine Million Removal, ey. Acolyte of Pain. Oder Brewmaster, weil wir die Ja. Feder Drops brauchen. Na, ich würde einen Acolyte nehmen, weil ich Ich würde auch glaube, einen wir haben Acolyte viele, nehmen. ich glaube, viele unserer Three-Drops sind nämlich gar keine Kreaturen. Gucken wir mal. Hex, Lava Burst, Lightning Storm, Emperor Kogra, Thrymar Farseer, Unbound Elemental. Also drei Kreaturen. Ja, Acolyte ist Also ich ganz gut. denke, wir brauchen den Acolyte. Und Ja, Acolyte ist gut. wir haben im letzten Deck es nicht einmal geschafft, nee, wir haben es noch überhaupt nicht geschafft, den großen Brewmaster vernünftig zu benutzen. Ich finde, der ist auch nicht so Der gut. große Brewmaster ist aber einfach so von den Stats auch gar nicht so schlecht. Ja, der ist okay, Ja, das die Stats stimmt. sind okay, aber das Bouncen ist meistens nicht gut mit dem. 5-4 ist aber auch schlechter als Wobei, Trump 4-5. sieht den großen Brewmaster höher als den kleinen. Was ich auch Ja, nicht verstehe, gut. aber. Jeder kann mal falsch liegen. Ich bin Acolyte. Wir sind eher rushig unterwegs. Ja. Bock Lightning, ganz klar. Damage to random enemy minions. Also danach brauchen wir halt auch keine Removal mehr, ne? Aber hier würde ich den Fog Lightning schon nochmal nehmen. Fog Also Lightning ist AOE. der Punkt Und ist wir halt, haben dass der erst ein AOE. Wolf Rider nicht viel anders ist als ein Removal irgendwie. Wir haben so viel Removal. Also auf jeden Fall Fog Lightning. Keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, nicht mal was zu diskutieren. Ja. Also ich mag die Kreaturen, die 1 hinten haben, nicht einfach. Weil die sehr anfällig sind. In der falschen Situation sind sie einfach super tot. Ich mag Charge. Aber Vorkleiding ist wahrscheinlich trotzdem besser. Noch so ein Elemental. Neues Elemental, ganz klar.
Hier würde ich jetzt nochmal ein zweites Mal nachdenken, ob man nicht vielleicht doch den Worgen haben möchte. Wow, das ist schwer. Ich finde, wir sollten zwei Drops kriegen. Wobei, Worgen natürlich eine 3-Kreatur können wir vielleicht auch gut gebrauchen. Und wir haben mit 2 haben wir vor allem auch unsere Totems. Genau, auf 2 kann man jederzeit einen Totem casten, das stimmt. Aber naja, die Flametongen-Totems sind halt auch super nice. Es ist sehr schwierig, sich da zu entscheiden, finde ich. Glaube, ich würde einen Worgen nehmen, weil es ist Ohr. Worgen und Bloodlust ist halt pervers, wenn der enraged ist. Ja. Flametongue-Totem ist aber auch richtig gut. Das Flametongue-Totem bringt auf jeden Fall 4 Power aufs Feld. Und Ich ein finde halt, zusätzliches Ziel. wir brauchen noch mehr richtige Viecher. Halt, so ein Totem ist ein Buff eher einfach nur. Wir haben halt echt sau viel Spells. Ziehen wir mal die Kreaturen. Wir haben 2, 3, 4, tendiere 5, trotzdem Richtung 6, Flametongue, glaube ich. 7, 8, 11, 12, 13. 13 Kreaturen bisher. Also wir bewegen uns auf ein sehr spelllastiges Deck zu. Wie gesagt. Flametongue-Totem in Totems drin ist auch nicht verkehrt. Naja. Das Flametongue-Totem hat halt den Speed-Vorteil, ne? Du legst das Totem, hast sofort bis zu 4 Schaden mehr auf dem Board und kannst damit angreifen. Den Worgen Ja. legst du und dann ist er erstmal der 3-3er-Buddy. Wir haben nicht einen einzigen Taunter und der tauscht gegen den 2-3er-2-Drop. Ja, dann nimm das Totem. Ja, ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, was ich gerade gesagt habe, Also ich gebe Wolfi recht, dass wir so langsam auch Kreaturen brauchen. Bin aber Ja, dann Flametongue. noch, sind dann nur noch 5 Picks danach, gell? Ja, ich bin trotzdem für Flametongue. Ist, Dann glaube ich, do it. bei dem Drape kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. Das sind zwei sehr gute. Ich bin Was ist denn trotzdem deine für Überzeugung, Flametongue. Wolfi? Deine Überzeugung ist trotzdem noch Raging Worgen, ja? Welche Sweetups haben wir denn? Nur mal schauen. Wir Pain, haben. Cobra, Ein Kobra sind 2, ein Fazir Brazier und 3, zwei 2 Elemente sind Elementals. 5. Elementals sind halt super nice mit Wie unserem viel Deck. Two-Drops haben wir? 2 Dragons. Ein Totem. Mit dem ganzen Ein Overload darf man noch Brewmaster. nicht vergessen, dass wir auch tendenziell mehr Two-Drops haben wollen eigentlich. Ich bin für Flametongue, ja. Ja, scheiße, Mann. Ja, tu es. Hallo, wir sprechen hier von einem Flametongue und ihr hört euch an, als ob ihr gestorben wäre. Bitte. Ah, schwierig. Lord of the Arena. Wahrscheinlich, ja. Ja, also in Anbetracht unserer Kurve ist es vielleicht schon ganz cool. Allerdings wollen wir ja schon jetzt hier mit 2 Bloodlust und so weiter eigentlich eher niedrige Kreaturen bauen, oder? Ja, aber der Rifleman ist so schlecht. Und nicht ins Late Game kommen. Der Rifleman ist so schlecht. Muss halt sehen, auch der Lord of the Arena, der kann halt dann teilweise auch die ganzen kleinen anderen Scheißviecher schützen für eine Runde und dann kommt der Ja. Bloodlust halt die Runde drauf oder so und gute Wir haben noch Nacht. gar keinen Tastingo übrigens. Ja. Ja. Wir haben Noch gar keinen keine Fangcreeper. Taunter. Wir haben Ja. so gut wie keine Taunter. Ein bisschen sucky. Jetzt würde ich den Geomancer nehmen. What? Gegen den What? Berserker. Okay, wie viele Spells haben wir? Ja, viele halt. Viele. Aber es sind viele auch, die keinen Schaden machen. Wir haben 3 Hex, die machen alle keinen Also Schaden. ich würde auf keinen Fall einen Geomancer nehmen. Ja, ich auch nicht. Ich mag generell die ganzen Spell-Damage-Viecher nicht. Fork Bis auf Lightning. Bin den für Asia Berserker. Drake. Lightning Storm. Ich finde, mit dem Berserker sind wir bisher noch nie falsch gelegen. Ah. Ja, Ich Berserker ähnlich. ist wahrscheinlich das Bessere. Ja, stimmt. Ja. Alle einverstanden? Ja. Oh Gott. Ich dachte, es gibt mal einen Draft ohne ihn. Yes! Bumble for the win. Ja, den müssen wir hier nehmen, Wobei oder? jetzt ein Bruma, wer ist ne, ein Bruma ist das wieder nicht gut, oder? Das Problem ist, dass Bomber ein hohes Potenzial hat, uns selber zu töten, weil wir Oh versuchen, ja. dass wir Board Control haben. Ey, Bloodlust Nummer 3 geht schon her. Und wir haben auch nicht wirklich was, was enragen könnte. Außer den Acolyte of Pain natürlich, da würde Bomber ohnehin. Ich bin trotzdem für Bomber, weißt du.
Wobei wir natürlich Hier auch könnte man auch den drei Brewmaster Zwerge nehmen, haben, finde ich. die wir Ich finde, ich Brewmastern glaube, ich würde könnten. fast den Brewmaster nehmen. Ah, ich bin auch für Brewmaster, ja. Ah, nein, ich bin pr aus Prinzip für Bomber. Wie viel Es geht nicht. Brewmaster? Wir müssen ans Gold denken, ne? Wir haben nur noch 745. Nur noch, ey, so ein geiziges Etwas, ey. Würde ich einen Brewmaster nehmen. Ich würde auch einen Brewmaster nehmen. Nein, ich würde einen Bomber nehmen aus Prinzip. Bin euch aber nicht sauer, wenn ihr einen Brewmaster nehmt. Aber ich muss halt für den Bomber, ne? Hilft nichts. Stormy Knight. Jupp. Aber wir haben noch keinen Taunter. Aber trotzdem, Stormy Knight ist Ja, viel der besser. Taunter ist halt schlecht. Ja, okay. Stormy Knight ist viel besser als der andere. Meinert halt, ganz Das klar. ist echt gut, Mann. Bro, oh Gott. What the fuck? Das Dann ist halt alle ein richtig Giftwall gutes aller Deck gerade. Morlocks plus 2 Health. All Minions. Ja, genau. Den Mana Rift, den werden wir spielen in unserem Deck. Hey, gute Nacht. Ja, Mana Tide Totem, natürlich. Das ist ein super gutes Totem. Wow. Lächerlich. Das ist kein schlechtes Deck. Ah, mal abwarten. Das Nicht ist überzeugt bin richtig. ich. Ich lasse mich mal vom Overload überraschen. Weil Ja, das passt Ding auf, kann wir haben ja. zwei Blattl. Ich sag's euch, das Deck geht auf mindestens.